Sebastian Heimann spielt Handball. Ja, weil es in Holkheim keine andere Mannschaftssportart gab außer Handball. Seine Zeit im Kraftraum. Unterschiedlich, kommt davon oder hängt davon ab, wie viele Spiele wir haben und je nachdem, wie oft wir andersweilig trainieren, aber schätzungsweise 3 Stunden. Der 20-jährige Senkrechtstarter von Frisch auf setzt auf seine körperliche Fitness, um erfahrenere Ligaspieler alt aussehen zu lassen. In Göppingen findet er seit seinem Wechsel 2016 dort die perfekten Rahmenbedingungen, um sich weiterzuentwickeln. Gerade dann auch in Göppingen immer mit besseren Spielern trainieren zu dürfen, das kann einem natürlich nur weiterhelfen. Und ja, dass ich jetzt den Schritt schon jetzt in den ersten Bundesliga-Kader geschafft habe, freut mich natürlich. Die Geschäftsstelle des Clubs, immer eine Anlaufstelle für junge Spieler wie Sebastian. Die Jugendarbeit der Schwaben ist 2019 erneut von der DKB Handball-Bundesliga zertifiziert worden. Ein wichtiger Baustein, denn Göppings sportlicher Leiter Christian Schöne setzt auf Youngster. Insbesondere auf Sebastian Heimann. Die Zielsetzung muss ganz klar sein, und das haben wir auch so kommuniziert, für uns als Traditionsverein mit regionalen Talenten, mit eigenen Talenten auch zu arbeiten. Das sieht man, glaube ich, auch an der Zusammenstellung unseres Kaders, auch speziell jetzt in den letzten 1-2 Jahren mit Daniel Rebmann, mit Sebastian Heimann. Für uns jetzt schon ein Spieler, der nicht mehr wegzudenken ist aus dem Kader. Deswegen sind wir auch sehr, sehr froh, dass wir aus meiner Sicht eines oder vielleicht das größte deutsche Talent im Kader haben, auch langfristig an uns gebunden haben, was sicherlich auch von Bastis Seite ein Vertrauensbeweis ist. Bundestrainer Christian Prokop betitelte ihn als eines der größten deutschen Handballtalente. Den EHF-Pokal reckte Sebastian gleich in seiner ersten Profispielzeit in die Höhe. Dass es dazu mal kommen würde, war einem in der Familie Heimann schon immer klar. Gerade mein Opa hat mir früher schon immer zu E-Jugendzeiten immer gesagt, dass ich ganz groß werde, dass ich ganz groß rauskommen werde. Jetzt habe ich es geschafft. Meine Großeltern schauen es immer daheim im Fernsehen, sind dann auch öfters mal da. Meine Eltern haben Dauerkarten, die sind bei jedem Heimspiel da. Und ja, das freut die natürlich schon. Und da habe ich auch, die halten mir den Rücken frei und freuen sich natürlich für mich. Was für ein erfrischendes Gesicht in der DKB Handball-Bundesliga. Sebastian Heimann, ein Mann mit großen Zielen und großer Treffsicherheit.